Hey Leute, mein Name ist Daniel und ich mache heute das Bricklytics Workout mit euch. Zuerst starten wir mit dem Warm-up. Let's go. Ganz entspannt, Schultern hoch und tief. Was zur Seite drehen. Und wir bleiben in der Mitte. Nach hinten kreisen. Ellbogen mitnehmen. Wir kreisen die Handgelenke. Zum Beat, Richtung Wechsel. Sehr schön. Ellbogen. Und Wechsel. Innen. Wunderbar. Wir fangen langsam an zu laufen. Am Platz ganz locker. Handgelenke weiterkreisen. Und Richtung Wechsel. Leichter Kick nach vorne. Wir gehen. Kick. Am Platz, Jump. Arme leicht mitnehmen, wir gehen. Tief, in den Squat, achtet drauf. Knie in Verlängerung zu den Fußspitzen, Rücken ist gerade, Brust raus. Okay? Five, wir springen nach innen. Wir gehen. Bounce, Squat, Bounce, Squat, Bounce. Tief, Bounce, Tief. Arme mitnehmen. Und wir halten. Ihr versucht mal ein Stückchen tiefer zu gehen. Ihr geht so tief wie ihr kommt, versucht die Fersen auf dem Boden zu lassen. Brust raus, Rücken ist gerade. Wir gehen einmal langsam auf, tief, auf, tief, und auf. Jeder so tief er kommt. Ein letztes Mal und locker. Handgelenke wieder locker und kreisen. Wir gehen noch einmal in den Squat. Komm langsam nach vorne in die Plank. Bauch anspannen, Gesäßspannung halten, Schulter über Handgelenk, leicht kreisen. Sehr schön. Und wir wechseln die Richtung. Achtet immer drauf, Schulter über Handgelenk, nicht vergessen. Greift aktiv in den Boden und wir laufen langsam zurück in den Deep Squat. Wieder so tief ihr kommt, darauf achten, die Fersen bleiben auf dem Boden. Wir kommen noch einmal nach vorne. Noch einmal aktiv in den Boden greifen und ihr geht auf den einen Arm, versucht Schultern und Becken parallel zum Boden zu halten. Seven, Wechsel. 5, 6, 7, switch. 5, 6, 7, switch. Und wir kommen langsam zurück. Deep Squat. Halten. Rücken gerade und langsam auf. Langsam auslaufen, ein bisschen noch mal in Bewegung kommen. Wir kreisen die Handgelenke. Von der einen Schulter zur anderen. Wir kreisen nur vorne rum. Sehr schön, Leute. Das Warm-up haben wir jetzt schon hinter uns. Jetzt geht's direkt los mit der ersten Übung. Kickball Squat. Heute machen wir ein bisschen Thema Mobility. Das heißt, wir versuchen immer den Deep Squat einzubauen. Ausgangsposition ist der Squat. Rücken gerade, ihr geht so tief, wie ihr kommt. Versucht dabei immer, die Fersen auf dem Boden zu lassen, okay? Ein Bein, Kreuz zur Seite, geht Kick, absetzen und Squat. Wunderbar. Das gleiche zur anderen Seite, ihr geht Kick, absetzen und wieder Squat. Noch einmal, ihr geht Kick und Tee. 5, 6, 7 and Kick und Tee. 5, 6, 7, und Kick, Tee. 5, 6, 7, 8, sehr gut. Einmal lockern. Ganz langsam, ich möchte, dass ihr es super kontrolliert macht.
und darauf achtet, die Fersen am Boden zu lassen, Rücken gerade. Ganz, ganz wichtig. In den Intervallpausen machen wir jedes Mal eine kleine aktive Pause, die ich euch ansage, die ihr sofort könnt, okay? Auf geht's. Und kick, tief. 5, 6, 7, und kick, squat. 5, 6, 7, and kick, tief. 5, 6, 7, und kick, tief. Jeder so tief ihr kommt. 7, 8. 5, 6, 7, und kick. 5, 6, 7, locker. Auf dem Platz laufen, ganz entspannt, Leute. Jetzt versuchen wir, die Arme ein bisschen aktiver mitzunehmen. Gehen vor, zurück, tief. Vor, zurück, tief. Alles klar? Wieder zurück in den Squat. Jeder so tief er kommt. Auf geht's. Und kick, tief. 5, 6, 7 und Arme. 5, 6, 7, go. Und zieht durch. 5, 6, 7, komm, kick. 5, 6, 7, und kick. 5, 6, 7, lockern, sehr gut. So, letztes Intervall, Leute. Noch einmal alles geben, Vollgas. Ich weiß, anstrengend für die Beine, aber ein letztes Mal nur noch. Auf geht's, wir gehen in den Squat. Letztes Mal. Komm, kick, tief. 5, 6, 7, und kick. 5, 6, 7, go. 5, 6, 7, zieh. Wenn nicht mehr kann, kann auch nur halb in den Squat. Komm. 5, 6, 7, go. Letztes Mal. Und lockern. Puh. Okay, Leute. Also ich merke schon ganz ordentlich in den Beinen. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht. Nächste Übung. Turnaround. Wir gehen in den Squat. Diesmal 90 Grad. Kennt ihr schon. Ihr kommt nach vorne in die Plank. Schulter über Handgelenk. Gesäß angespannt. Bauch ist angespannt. Gerade sein. Ihr nehmt ein Bein rüber zur Seite. Geht rüber zur Seite, der Arm hebt ab. Versucht den Arm rumzunehmen, ein Fuß auf euer Knie. Geht zurück, zurück. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Geht Step, rum, zurück, zurück. Keine Angst, wir machen alles nur halbes Tempo. Noch einmal. Step, rum, zurück, zurück. Und Step. Rum, zurück, zurück. Sehr schön. Eine letzte Runde noch. Geht rüber, hoch, zurück, Plank. Noch einmal. Und in der Mitte halten. Halbes Tempo, auf geht's. Zieh, step, ha, zurück, zurück, step, rum, zurück, zurück. Nochmal, step. Rum, zurück, zurück, und step, rum, back, back, zieht. Achtet auf eure Schultern, direkt über den Handgelenken. Letztes Mal und wir legen ab auf den Boden. Ganz locker, Arme zur Seite anheben, Oberkörper hoch. Bisschen was für unseren Rücken tun. Wunderbar. Hände parallel, Push-Up, alle zusammen, hoch. Runde 2. Und Step. Rum. Back. Back. Und Step. Rum. Back. Back. Und Tap. Denkt an eure Schultern. Gleich geschafft, zieh. Einmal noch. Und wir legen noch einmal ab. Kopf ablegen auf den
Händen. Arme liegen am Boden, Beine gehen hoch. Auf geht's. Push-up. Alle zusammen nach oben. Letztes Intervall. Komm. Step. Komm. Back. Back. Oh. Step. Cut. Back. Back. Gleich geschafft. Einmal noch alles geben. Achtet auf eure Schultern. Sehr gut. Komm. Letztes Mal. Sehr gut. Langsam zurückkommen. Und einmal locker. Okay, Leute. Jetzt kommen wir zu unserer Routine. Das heißt, wir kombinieren beide Übungen miteinander ohne Intervallpause. Das klingt jetzt erstmal anstrengend, aber keine Sorge, ihr schafft das. Das Wichtigste, was ihr lernen müsst, ist der Übergang. Den könnt ihr aber schon. Vom Squat. Nochmal zur Wiederholung. Kickball, Squat, Deep Squat. Ihr geht Kick und Squat. 5, 6, 7 und Kick, Squat. Wie gehabt. Von hier kommt ihr nach vorne in die Plank. Schulter über Handgelenk. Und wir starten den Turnaround. Von hier. Step rum. Fuß hoch. Zurück. Zurück. Genau wie gerade. Step. Rum. Zurück. Zurück. Dann kommen wir wieder zurück in den Squat. Von hier wieder Kickball Squat. Alles klar? Wir starten. 5, 6, 7, 8. Kick. Tief. 5, 6, 7, go. Kick. Tief. 5, 6, 7, oh. Kick. 5, 6, 7, halten nach vorne. Auf geht's. Step. Rum. Zurück. Zurück. Komm. Step. Rum. Zurück. Einmal noch. Und zurück. Deep Squat. Kickball Squat. Komm. Kick. Tief. 5, 6, 7. Go. Kick. Tief. 5, 6, 7. Go. Kick. Tief. 6, 7. Übergang nach vorne. Turn around. Komm. Step. Ha. Back. Back. Tief. Step. Achtet auf eure Schultern. Einmal noch. Wir kommen wieder zurück. Squat. Kickball Squat. Komm. Kick. Squat. 5, 6, 7. Oh. Kick. Tief. 5, 6, 7. Oh. Komm. Tief. 5, 6, 7. 4. Come on. Durchziehen jetzt. Oh. Step. Gleich geschafft. Noch einmal in den Squat. Finale jetzt, komm. 6, 7, 8. Kick. Tief. 5, 6, 7. Oh. Kick. Tief. Tief. Komm. Und letztes Mal nach vorne. Schulter über Handgelenk. Turn around. 6, 7, 8. Tief. Zurück, zurück, und gleich geschafft, komm, einmal noch, und letztes Mal in den Squat, letzte Runde, komm, und kick, 5, 6, 7, und kick, tief, 5, 6, 7, letztes Mal, wir halten tief, komm langsam hoch. Sehr gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Macht's gut. Ciao.